Mein Name ist Björn Alpermann. Ich bin Lehrstuhlinhaber für Contemporary Chinese Studies, also gegenwartsbezogene China-Studien, an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Ich beschäftige mich vor allen Dingen mit der chinesischen Politik und Gesellschaft der Gegenwart. Ich habe verschiedene Forschungsschwerpunkte, beispielsweise die lokale Verwaltung in China, also Local Governance-Fragen. Ich habe mich auch in der Vergangenheit schon viel mit Bevölkerungspolitik in China befasst. Das ist natürlich bei einem so großen Land eine ganz wichtiges Themengebiet. Und habe auch im Moment gerade ein größeres Projekt über Urbanisierung in China, das ich betreue. Und ja, verschiedene Fragen der Politik und Gesellschaft jedenfalls. Ja, also wir haben natürlich im Moment gerade den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der uns alle sehr stark beschäftigt und der natürlich uns alle auch schockiert hat. Ich denke aber trotzdem, wenn Sie mich nach den größten Problemen der Menschheit fragen, tatsächlich an andere Dinge, beispielsweise an die Klimakrise, die trotz all dieser schrecklichen Bilder, die uns jetzt aus der Ukraine erreichen, uns eigentlich mindestens genauso betroffen machen sollte und uns auch zum Handeln zwingt. Ich hoffe jetzt sehr, dass sich diese verschiedenen Krisen, die kurzfristigen und die langfristigen Krisen, nicht gegenseitig behindern in der Lösung, sondern dass eben, wenn jetzt auch ein Umbau in der Energiepolitik, beispielsweise durch die Ukraine-Krise, den Krieg dort beschleunigt wird, dass das natürlich auch in einer Weise geschieht, die dann nachhaltig ist und auch einen Beitrag leistet für die Abmilderung des Klimawandels. Ja, ich habe es eben schon angedeutet, die verschiedenen Krisen sind sozusagen in unterschiedlicher Geschwindigkeit und unterschiedlicher Dringlichkeit unterwegs. Und das macht es natürlich, glaube ich, schwierig und komplex, Lösungen zu finden. Ich denke, man muss trotz aller Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, immer auch ein offenes Ohr bewahren für andere Positionen und muss auf andere Menschen und andere Regierungen, auch als Politiker natürlich, zugehen und versuchen, Lösungen durch Gespräche und Verhandlungen zu finden, so schwer einem das auch fällt. Denn in manchen Fällen, ich denke eben an Russland oder Putin beispielsweise, würde man am liebsten mit den dortigen Machthabern nichts mehr zu tun haben wollen. Und dennoch gibt es eben Probleme, die so drängend sind, dass wir nicht darum herumkommen, auch mit solchen Leuten dann letzten Endes wieder an den Verhandlungstisch zu gehen.